Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuschauer im Livestream. Ich könnte es kurz machen, das, was die FDP sagt. Aber Spaß beiseite. Wir Piraten begrüßen generell Initiativen, die mehr Nachhaltigkeit, Kooperation und Bürgerbeteiligung versprechen. Aber solch große Worte müssen eben auch mit Inhalt gefüllt werden. Daher sind wir sehr gespannt auf die Beratung über den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Stärkung des Regionalverbands Ruhr, der ja vor der Sommerpause noch eingebracht werden soll. Der Entwurf des Kabinetts wurde laut Pressemitteilung der Landesregierung nun zunächst einmal zur Beurteilung an den RVR, die kommunalen Spitzenverbände und weitere regionale Zusammenschlüsse geschickt. Das ist sehr löblich, denn deren Expertise sollte ruhig schon in den Entwurf einfließen. Das erspart womöglich Änderungen in letzter Minute, beziehungsweise zur zweiten Lesung. Viel zu beraten gibt es ja daher hier zu Ihrem Antrag nicht. Die Hauptforderung, wir haben es schon mehrfach gehört, baldmöglichst einen Gesetzentwurf zur Novellierung des RVR-Gesetzes vorzulegen, ist erfüllt. Damit kann Ihr Antrag doch im Prinzip weg, hat sich erledigt, Showantrag. Wir werden ihn deswegen ablehnen. Aber ich muss sagen, dass wir dem gemeinsamen Entschließungsantrag von FDP und CDU im Beschlussteil doch etwas abgewinnen können. Wahrscheinlich, weil er nicht so gegenstandslos daherkommt wie Ihr Antrag, liebe Kollegen von den regierungstragenden Fraktionen. Wir stimmen Punkt 1 und 3 der Beschlussfassung zu, weil wir aus den dort gewünschten Prüfungen eine Bereicherung der weiteren Beratungen zur interkommunalen Zusammenarbeit sehen. Zu Punkt 2 haben wir uns schon im letzten Jahr im Antrag 16/29/00. Die Dienstleistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit müssen umsatzsteuerfrei bleiben, positiv verhalten. Und das tun wir auch jetzt. In der Summe ist das dann eine Zustimmung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger.